Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star Citizen. Heute wollen wir mal, nachdem wir jetzt erstmal hier gelandet sind und erstmal nur geguckt haben, schauen, wie viel schaffen wir denn eigentlich so in der Viertelstunde hier einzusammeln, wenn wir mit der ROG unterwegs sind, damit ihr so ein grobes Gefühl dafür bekommt, ob sich das quasi lohnt oder nicht. So. Beim letzten Mal haben wir Glück, wir hatten gleich zwei Harder-Night-Brocken, die allerdings relativ klein waren, 0,8. Und wir hatten 12 Units im Schiff. Aber immer schon 3300. Sind also gut auf dem Weg zur 2,2 Millionen, die wir dann insgesamt brauchen werden. So, hier sind die beiden Brocken, die wir beim letzten Mal hatten. Jetzt mal außen rumfahren. Ein bisschen ruppelt das ja doch dann. Weil die beiden, wissen wir ja schon, sind abgeerntet. Und ihr seht, wir müssen auch einen guten Weg zurücklegen. Was ist das jetzt hier? Achso, da habe ich noch welche nicht aufgelesen, oder was? Die durch die Gegend geflogen sind. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist ein Taler nicht wert. Dann nehmen wir die auch noch mit. Wie weit die Sachen geflogen sind, ist auch krass. Ja. Da ist er. So. Was mich ein bisschen irritiert ist, warum das Scanfeld da oben so klein ist. Ja, und was eigentlich auch ganz cool ist jetzt, dass wir das mal so machen, ist, dass ihr so ein bisschen mehr auch von der Planetenoberfläche seht und so. Wie detailliert die wirklich ist. Das ist ja jetzt ein Ort in diesem riesigen Universum, wo ihr einfach hinreisen könnt und rumlaufen und fahren in dem Fall. So, das hier ist jetzt ein großer Brocken. Das wäre jetzt ein Brocken, den wir mit dem Raumschiff abarbeiten müssten. Der wird uns natürlich auch angezeigt. Könnt ihr euch auch mal angucken, wie der aussieht. Wir fahren mal hin. Ich glaube, dass diese Größe dieser Brocken aus dem Raumschiff raus immer ein bisschen täuscht. Ich glaube, die sehen immer aus dem Raumschiff raus immer ein bisschen kleiner aus, als sie dann hier in der Realität aussehen. Was aber auch bedeutet, wir haben wieder eine weitere Seite der mannigfaltigen Broschüre Der Weg war umsonst hinzugefügt. Eventuell finden wir auch gar nichts, aber dann haben wir einen schönen Planeten gesehen. Mond. Ich lerne das noch. Aha. Also, ne, wenn ihr euch immer mal gefragt habt, wieso sehen die Brocken so klein aus, ne, die ich da immer meinere, das hier ist ein Brocken, der mit einem Raumschiff gemeinert würde. Den können wir nicht mit dem kleinen Schiff hier. Kann ich ja mal zeigen. Wir gehen mal auf den Bergbau. So, da sehen wir jetzt, auch da können wir jetzt scannen, ne, was ist da drin. Und da wären jetzt Diamanten, Quarz, das ist alles nicht so wertvoll. Ich zeig noch mal kurz, was passiert, wenn wir jetzt versuchen, den hier zu zertrümmern. Da lächelt der müde drüber. Ihr seht, wir gehen auch mit voller Energie auf den Brocken. Und da tut sich beim Rock Energy Level unten überhaupt nichts. Das funktioniert also nicht. Da müssen wir noch mal weitersuchen. Was natürlich auch eine coole Möglichkeit wäre, überlege ich gerade. Wir könnten uns ein Schiff nehmen, das scannt. Mittlerweile können wir alles scannen. Also, wir nehmen uns ein Schiff, packen dann hier unser Fahrzeug da rein. Und suchen dann mit dem Schiff, wenn wir was gefunden haben, fahren wir mit dem Schiff, mit dem Rock fahren wir raus. Nein! Mm.
Ich war das nicht. War das wirklich? Gut. Houston, wir haben ein Problem. Kann man das irgendwie wieder richtig aufrichten? Das wäre schön. Ich dachte gerade, wir hatten hier durch Zufall Dings entdeckt. Ja, das ist der Übermut. Mensch, ich freue mich so über das neue Fahrzeug und dann passiert natürlich sowas. Ist ja klar. Man kennt es. Man kennt ihn. Ich fürchte... Also nennt mich Pessimist, ja? Aber ich fürchte, das wird nichts. Und ihr wisst, was das heißt. Zurückgehen. Bei der Kälte. Ohne zu sterben, hoffe ich. Ich kann den nicht irgendwie gerade schubsen. Weil den müssen wir also von geeignetem Servicepersonal wieder zurückholen lassen. Wir könnten derweil allerdings mal, weil hier immer alles so gut funktioniert bei meinen Plänen, die ich habe, wir könnten ja nochmal gucken, ob wir Handmining-Dinger finden, aber wir waren auf dem Weg hierhin, haben wir ja schon nichts gefunden. Wir müssen also, ja, das ist jetzt eine Sache, wir haben auch keinen Scanner, ne? Das heißt, wir müssen von Hand gucken. Und wir müssen 1,5 Kilometer latschen. Ja, wow. Ist das was? Ist das spannend? Also Premium-Unterhaltung hier. Puh. Und wenn wir noch schneller rennen, dann werden wir auch gleich outpassen. So, Mensch, das ging ja fix. Warum ist denn die abgekokelt? Hä? Ah, gut. Ja, ich würde Folgendes vorschlagen. Um das Ganze ein bisschen irgendwie strukturierter zu machen, wir holen mal eben das Schiff zurück und ich würde dann mal kurz auf einen anderen Mond in einem anderen System fliegen. Einfach mal, damit wir so ein bisschen einen Vergleich haben. Und zwar denke ich da an meinen Lieblings-Mining-Mond oder einen meiner Lieblings-Mining-Monde. Da nehme ich an, dass wir da auch das Fahrzeug spawnen können. Und da können wir das vielleicht mal in einer anderen Umgebung testen. Jetzt gucke ich aber erstmal, ob ich das überhaupt retrieven kann oder ob es jetzt für immer verloren ist. Da habe ich natürlich nichts von. So, warte mal. So. Also hier passiert auf jeden Fall immer was, wenn du mit dem Garda unterwegs bist. So, wo war es denn? Greycat Rock. Claim. Pfeile claim. Wäre dann in 2 Minuten 30 wieder verfügbar. Und das heißt, wir können uns dann schon mal auf den Weg machen und dann im nächsten Terminal kann das Schiff dann ja auch wieder abgeholt werden. Das ist ja dann auch kein Problem. Also, verlassen wir diese karge... Es ist ja noch gar nicht mal so richtig so eine nur Winterlandschaft, ne? Das ist ja so ein bisschen eiskalte Welt. Aber irgendwie... Das ist ja kein Eis und Schnee. Das sieht eher so wie die Betonwüste aus, wenn ich ehrlich bin. Mit viel Geröll. Wo die Planeten und Monde ja auch nochmal alle Überarbeitungen bekommen. Naja. Huch, ouch. Und ist interessant, ne, dass die auch wirklich das Design übernommen haben hier. Ne, die Stationen so auf so Stelzen zu stellen. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Das dient ja dazu... zum Beispiel auf den Basen, die wir auch haben im... Oh, oh.
Da kommt ein anderer Spieler. Und das ist so awesome in diesem Spiel. Ich meine, wir haben das bis jetzt erst selten gesehen, ne? Aber ja, so ist es halt. Na komm. Keine Ahnung, was der hier tut. Aber ich möchte bitte weg. So. Ich traue anderen Spielern nicht. Die sind alle böse. Ganz sicher. So. Ah, wie cool, ne? Dann haben wir jetzt auch noch einen anderen Spieler gesehen. Ja, die wird die sicher auch irgendwie eine Mission machen oder Sachen suchen oder so. Man weiß es nicht. Wird sicherlich jede Menge Spaß haben. So, wir sehen uns wieder im Landeanflug auf mein nächstes Ziel. Und dann schauen wir mal, warum kann ich hier nicht... Achso, der braucht so lange, okay. Ah, das ist auch irgendwie, ne, dieses... Der braucht jetzt schon echt lange, um hier jetzt auf Speed zu kommen natürlich, weil er... wie ein Brikett in der Luft hängt, das Schiff auch relativ schwer ist. Und es kommt hier auch auf die Anziehungskraft des Planeten an. Ja, nice. Aber wir verlassen so langsam die Planetenatmosphäre. Wenn da überhaupt eine war, hätten wir vielleicht mal auf unsere Stats gucken sollen. Und da sind wir auch schon im Anflug. Der Planet sieht ganz anders aus. Und ja, es ist wieder kein Planet, sondern natürlich nur ein Mond. Aber das kennen wir ja schon, das Problem, dass ich da so ein bisschen dumm bin, dass es knallt. Wir sind hier bei Shubin Mining Facility SCD-1 auf Daymar. Und ich glaube, ich muss hier gleich mein Sommerröckchen mal rausholen. Und wir sehen auch da eigentlich schon... Ach, guck mal, wir haben da direkt schon ein Bröckchen angezeigt. Ah, was wir machen könnten, wäre mal folgendes. Sekunde mal, bleiben Sie mal stehen. Wir könnten hier mal scannen mit dem Schiff und gucken, ob wir hier schon sowieso was finden. Ihr seht auch, der Schiffscan geht schneller. Und vor uns, ja gut, also rundherum sind hier schon Vorkommen. Das ist schon mal gut. Dann würde ich sagen, wir landen und packen unseren Winteranzug an, unsere Sommerjacke. Vielmehr. Und da ist auch noch ein anderer Spieler. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob wir uns die Erlaubnis holen sollen. Ich glaube schon, ne? Wir fragen mal lieber. Wir sind ja nett. Auch wenn die wieder kein Pad für uns haben. Sorry. Das habe ich mir schon gedacht. So, pass auf, dann landen wir mal einfach so. So, Horizont passt. Und dann ab mit ihr. Hier direkt neben den Kollegen landen wir einfach mal. Der ist bestimmt lieb. Gibt's denn hier ein Spawning-Pad überhaupt? Ja, hier vorne gibt es ein Spawning-Pad für die kleinen Fahrzeuge. Der ist da wahrscheinlich auch hin. Seht ihr? Der wollte wahrscheinlich auch dann hier ein Schiff spawnen. So. Ja, perfekte Landung hier. Unsere sportliche Landung des jungen Co-Piloten. So. Gut, dann würde ich vorschlagen, warte mal, wir ziehen uns erstmal unser Sommermäntelchen an. Nicht, dass uns hier wirklich dann zu heiß wird. Der Planet hier sieht nicht nach Wüste aus. Und leider verdeckt hier immer noch der Ärmel von dieser... von der Rüstung immer noch das... der Gerät. Pembroke brauchen wir dafür. Das ist die Sommerausrüstung. Safe. Und den Pembroke Helmet. Safe. Und dann schauen wir mal.
Jetzt hat er gerade den Helm gewechselt, habt ihr gesehen, ne? Na? Wir gucken mal, wie warm es hier ist. Jetzt beim letzten Mal sind wir tief gekühlt worden, damit wir lange frisch bleiben. Hier werden wir so ein bisschen gegrillt. Es kommt auch gerade die Sonne raus oder geht rein, wir wissen es nicht. Liebe Leute, ich würde Folgendes vorschlagen. Wir spawnen hier in der nächsten Folge und dann machen wir in der nächsten Folge dann einmal hier Wüstenplanet-Action. Und gucken mal, was hier so bergbautechnisch geht. Wäre ich dafür. Ihr auch? Lasst gerne einen Kommentar da, Abo, Daumen und so weiter. Und wenn ihr selber spielen wollt, noch einmal unter allen, die mich hier unterstützen, indem sie meinen Code benutzen und selber in jedem Fall 5000 extra UEC abgreifen, verlose ich noch einmal 50.000. Jemals, einmal im Monat gibt es dazu ein Giveaway. Ich drücke euch die Daumen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, tschüss und bis bald.